willkommen zu Einblick ins Gesicht heute von Patrick Reimann. Da fängt schon an. Wir haben eben drüber gesprochen, wie es ausgesprochen wird. Und ich habe es mir natürlich falsch gemerkt. Patrick Reimann, der Momentesammler. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Hallo, lieben Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin schon so neugierig. Ja, dann werden wir das doch jetzt gar nicht weit ausholen, sondern gehen gleich mal auf deine Bilder. Von Fotografen findet man ja extrem schlecht Bilder, ne? Das ist ja. Das ist ja so ein Thema. So, die sind halt immer hinter der Kamera. Aber ich habe welche gefunden. Schimpft mich nicht. Ich weiß. Jetzt bin ich gespannt, welche es sind. Das eine ist echt schlecht. Ich weiß, aber ich muss da dran was zeigen. Und deswegen ist es so, wie es ist. Gucket an. Das ist Patrick Reimann. Der Momentesammler. Ah, ja. Und ich weiß, links oben, das ist kein Bild, was man abdrucken sollte, aber es ist erstens ein wunderschönes Bild, was unglaublich viel Lebensfreude zeigt und Begeisterung und Leidenschaft für das, was du tust. Und es zeigt eben auch ein Merkmal. Dazu später. Patrick, wenn man sein Gesicht so sieht, und ich gehe jetzt mal hier vor allem hier drauf, dann sehen wir, dass er echt ausgeprägte Augenbrauen hat. Also er hat starke, volle, dicke Augenbrauen. Was heißt das? Er hat eine ganz starke Anziehungskraft auf andere Menschen. Er ist jemand, der liebt die Abenteuer. Er ist begeisterungsfähig, enthusiastisch und mutig. Er ist vor allem mutig. Patrick ist grundsätzlich ein sehr, sehr mutiger Mensch. Ich hoffe, dass er uns darüber gleich noch viel erzählt. Aber er hat eben diese Anziehungskraft auf andere Menschen. Er ist auch ein Baumgesicht, da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber damit zeigt er auch, dass er die Talentlinie des Menschen hat. Was sehen wir noch? Das sehen wir hier ein bisschen und er beweist es uns hoffentlich auch gleich nochmal. Ich habe es leider nicht gefunden von der Seite schauend. Er hat eine relativ große Nase. Das ist sehr gut, weil das gibt ihm Geschäftssinn, das gibt ihm Anziehungskraft für Geld und er weiß schon, wie es funktioniert mit dem Geld, ne? Aber er hat vor allem auch eine gewölbte Nase. Also wenn man von der Seite guckt, das sehen wir jetzt auf diesen Bildern nicht, dann ist da so eine Wölbung drin, zeigt er uns vielleicht gleich nochmal. Was heißt das? Er ist eigentlich ein Schöpfer. Er hat sehr, sehr viel Schöpfungskraft in sich, sehr viel Kreativität. Er liebt es, neue Wege zu beschreiten und will erschaffen. Er ist Pionier und Weltabenteurer. Ihr seht, er kommt schon wieder dieses Abenteuer und Pionier. Der Pionier, und deswegen ist dieses Bild hier. Ich habe selten eine solch gerade Seite am Ohr gesehen wie bei Patrick. Also wenn ihr hier guckt, da könntet ihr ein Lineal dranlegen und es ist wirklich eine Gerade an seiner rechten äußeren Helix. Wofür spricht das? Patrick hat die Lebensaufgabe, Spuren im Schnee zu hinterlassen. Er ist Pionier, er soll Dinge machen, die andere noch nie zuvor gemacht haben. Und Spuren im Schnee hinterlassen kann man ja nur, wenn man der Erste ist, der etwas tut und der die Menschen hinter sich hat, die einem folgen, aber vor sich eben niemand. Was vielleicht auch manchmal eine schwierige Aufgabe ist, aber eine sehr erfüllende Aufgabe, wenn man es lebt. Zusätzlich, ich hatte ihm eben schon im Vorgespräch gesagt, hat er vor allem auf seiner rechten Seite das sogenannte Tagträumerauge. Das ist dieses, ihr seht hier diesen Halbmond hier an dem Auge, das nennt man Tagträumerauge, was sagt uns das? Er ist jemand, dem, ja, seine Nacht reicht nicht zum Träumen. Er hat Visionen in sich, er hat Vorstellungen in sich und ich sage immer, wer so ein krasser Pionier ist, der kriegt auch Unterstützung von seinem eigenen Sein dafür, dass er Pionier sein kann. Und das ist bei Patrick, sind das wirklich diese Visionen, die er hat. Es reicht die Nacht nicht zum Träumen und er hat aber, also er ist nicht nur der Träumer, sondern er hat eben auch den notwendigen Pragmatismus, Träume und Visionen in die Welt und in die Realität reinzuholen. Last but not least, vieles hat sich jetzt auf der rechten Seite in seinem öffentlichen Sein also abgespielt. Rechte Seite steht immer für Öffentlichkeit. Er trägt auf der linken Seite ein Muttermal auf seiner Wange. Die linke Seite steht für alles, was mit Emotionen zu tun hat, das, was er nach innen fühlt. Und dieses Muttermal gibt ihm auch die Lebensaufgabe zu führen. Und zwar in seinem Fall mit Herz und mit Charisma. Er ist also ein Pionier, der Führungsqualitäten hat und Führungsaufgaben in seinem Leben hat und eine ganz, ganz große Anziehungskraft für Menschen hat und sich mit Menschen umgeben sollte. Genug über sein Gesicht fürs Erste. Patrick, wenn du das hörst, wie geht's dir? Ich muss erstmal atmen, weil mich das doch krass berührt, erstmal zu hören. Ja.
ich glaube, was ich gerade spüre, ist, dass viele Dinge dabei sind, die ich einfach für mich erkannt habe und viele, die ich vielleicht ja zwar erkannt habe, aber noch nicht angenommen habe. Und das finde ich sehr spannend. Es ist sehr spannend zu sehen, dass oder zu hören, gerade dieses Thema Abenteuer, mutig sein, voranzuschreiten, war genau das, was die letzten Jahre, ja, was ich für mich erarbeiten durfte, erstmal das wirklich zu tun, mir zu erlauben. Und da habe ich bis heute meine Schritte für mich zu gehen und immer wieder über mich selber hinauszuwachsen, immer und immer wieder, aber trotzdem wieder zu atmen dazwischen. Mhm. Das ist so meine größte Herausforderung, habe ich gemerkt, weil tatsächlich alles auf Abenteuer hindeutet. Selbst in einem spirituellen Channeling, das ich gemacht habe mit einem Medium, kam auch immer wieder Abenteuer. Und auch da kam Führung. Da kam dass ich führen werde. Und ich führe ja schon, egal ob es jetzt mich selber ist, aber ich führe ja auch schon ein Team. Aber das ist zum Beispiel der andere Part, den ich noch nicht ganz so angenommen habe, ganz ehrlich gesagt. Und das habe ich auch dann selber so in dem Moment gemerkt, wie ich selber reagiert habe, als ich das gehört habe von dir. Weil bei diesem so mutig voranschreiten und das mit Geld weiß er, wie er funktioniert. Und das war so, ja klar, ja weiß ich, ne, das funktioniert. Und auf der anderen Seite, die letzteren Worte waren dann genau das, was jetzt gerade meine Schritte sind und die mich sehr berühren, weil ich das lernen möchte, anzunehmen, aber echt eine Herausforderung noch mit habe. Und ja, das macht mich gerade so ein bisschen doch sehr emotional, das zu hören. Ja, wie schön. Eigentlich wie schön, dass du auch eine Bestätigung von außen nochmal bekommst. Wir kennen uns ja jetzt eigentlich gar nicht. Also wir kennen, ich kenne dich nur mit der Kamera vorm Gesicht und du hast großartige Fotos von mir schon gemacht in nicht so großartigen Situationen. ja, wie schön, dass du von einem fremden Menschen jetzt eigentlich nochmal bestätigt bekommst, dass dieser Ruf, den du offensichtlich schon hast oder von anderen auch gesagt bekommen hast, ja, auch umgesetzt werden darf und auch wirklich zu deinem Leben und zu deinen Lebensaufgaben gehört. Wenn du sagst, mutig und Abenteuer und so, wann in deinem Leben hast du festgestellt, dass Abenteuer und Mut etwas ist, was dich begleitet, was dich ausmacht, was du tun sollst? Ich würde sagen, es ist einfach ein ganz, ganz langer Prozess gewesen, der irgendwie schon in der Kindheit angefangen hat, indem ich mit einem Kumpel angefangen habe, so Business-Szenarien zu machen, indem wir eine Eisenbahnshow als Kinder verkauft haben und okay. Eintritt, so die Eltern haben Eintritt gezahlt und so Sachen. Das, was halt die anderen nicht gemacht haben. Okay. So dafür habe ich im Privaten Dinge nicht getan, die aber andere, die coolen, gemacht haben. Mhm. Und dann habe ich ja, über diese ganzen Jahre, bis ich sag mal so 23, 24 Jahre war, ja, wirklich das gar nicht so wirklich ausgelebt und auch nie, also im Privaten, nie Schritte gewagt, die, wo ich das Gefühl habe, ich müsste doch einfach eigentlich für mich gehen, ich müsste aus meinem Herzen rausgehen. Okay. Und das ist dann zu dieser Zeit passiert und da habe ich es mir klar geworden, aufgrund von anderen Menschen, die mir einfach mal neue Perspektiven gezeigt haben, ich darf ganz genau hinschauen, welche Menschen ich um mich herum nehme, wer mich mit wem ich Zeit verbringen möchte, weil ich doch merke, dass ich ein Menschentyp bin. Ich mich sehr schnell auf einer gewissen Art und Weise anpasse oder dann mitschwinge oder wie wir es nennen wollen. Und ich da genau einfach hinschauen muss. Und diese Erkenntnis, das war dann vor so 5, 6, 7 Jahren oder so, das Wichtigste in meinem Leben, diesen ganz klaren Cut zu machen. Ja. Und da ist dann Mut und Abenteuer so richtig für mich losgegangen. Mhm. Weil dann habe ich angefangen, im Business Dinge zu tun, die andere halt nicht tun. Die andere sagen, das kann man doch nicht machen. Das geht nicht. Bleib bei deinem Job. Keine Ahnung, so die ganz klassischen Dinge. Und das zieht sich ja bis heute durch, als wir mit unserem Projekt Speechless ein Charity-Event aufgebaut haben,
Und wir gesagt haben, ja, wir wollen da 1000 Leute drin haben. Und wir haben davor, also ich habe davor, vor diesem Projekt, kleine Events mit 50 Leuten gemacht. Und keiner glaubt dann daran, also wir haben ja selber nicht verstanden, wie wir das kommunizieren sollen, was wir davor haben. Und dann hat das keiner verstanden. Aber irgendwie war halt dieser Mut aufgrund der Menschen um mich herum einfach da. Und das ist das Schöne, dass ich für mich gelernt habe, ich kann Abenteuer und auch den Mut an mich reißen, wenn ich ganz genau schaue, wer um mich herum steht und wer an meiner Seite ist. Du wirst ja, ich hatte das eben schon angesprochen, du hast die Talentlinie des Menschen und du bist Baum und du hast diese Anziehungskraft durch deine Augenbrauen. Das heißt, du wirst ja auch vermutlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass du vermutlich auch oft öfter mal falsche Menschen an dich ranziehst, für die du da bist, denen du irgendwie deine Zeit und deine Dinge schenkst. Du trägst tatsächlich auch das Glaubensbekenntnis des Gebenden in dir. Also du zeigst Zahnfleisch, wenn du sprichst und wenn du lachst. Das sagt mir als Gesichtleser, dass du oft Dinge gibst und dich auch so ein bisschen berufen fühlst zu geben und nicht unbedingt immer einen Gegenwert brauchst. Diese Kombination, könnte ich mir vorstellen, könnte schwierig damit sein, die richtigen Menschen an sich ranzuziehen. Oder zu viele an sich ranziehen und dann auszufiltern, wer die richtigen sind. Ja, tatsächlich habe ich auch mega Schwierigkeiten, überhaupt in Verbindung zu gehen, weil es mir so schwer fällt. Die Sache, ja. Wie war nochmal die Frage? Ob du das kennst, dass du Menschen an dich ziehst, die dir nicht gut tun? Ja. Wie du damit umgehst? Also mittlerweile ist es so, dass ich für mich akzeptiert habe, dass es so sein darf auch. Also es darf sein, dass ich in dem Moment mal für jemanden etwas tue oder mache, das nicht gewertschätzt wird. Und das ist, da habe ich so ganz viele Beispiele, gerade in der Fotografie, viele Beispiele, wo ich halt über die letzten 3 Jahre so ganz viel gegeben habe, ganz viel fotografiert habe, kostenfrei fotografiert habe, Menschenbilder geschenkt habe, einfach aus dem Gefühl heraus, weil ich es für richtig empfand und dann damit Sachen gemacht werden, wo ich sage, das ist aus meiner Perspektive nicht wertschätzend. Und da habe ich einfach für mich gelernt, ich für mich darf, wenn ich das Gefühl habe, dieses Geschenk zu geben, darf es geben. Und wenn ich das wirklich von Herzen mache, dann habe ich auch am Ende gar keine Enttäuschung, weil sonst habe ich eine Erwartung und wollte eigentlich was dafür. Ja. Und da habe ich für mich gelernt, das zu trennen, was nicht immer gut funktioniert. Mhm. Aber es ist zumindest, ich weiß, dass vor 2-3 Monaten hatte ich erst wieder eine Situation, wo ich viel getan habe für jemanden und dann im Endeffekt ich wieder aus diesem Projekt rausgenommen worden bin. Okay. Und da ist mir dann einfach immer bewusster, und das ist das Geschenk dahinter, immer bewusster, welche Werte ich eigentlich ganz genau bei Menschen suche, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Und erkenne damit ja immer mehr. Ja. Also ich erkenne diese Muster ja immer mehr von Menschentypen, mit denen ich dann doch nicht zusammenarbeiten möchte und kann erst recht aus diesem Grund in Zukunft immer mehr genauer hinschauen. Ja, sehr cool. Also letztendlich auch aus schwierigen Erfahrungen oder blöden Erfahrungen raus deine eigenen Werte kennengelernt und schätzen gelernt und auch akzeptieren. Total. Ja. Okay. Ja. Ohne diesen Mut und das Abenteuer wüsste ich diese Werte ja gar nicht. Ja, aber jetzt sag mal, jetzt müssen wir ja mal eine Lanze für Fotografen brechen. Also erzählt, mein Freund ist auch ein Fotograf, du bist ein großartiger Fotograf und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen so mit Fotos sehr selbstverständlich umgehen, ne? Und gar nicht wissen, was da eigentlich dahinter steckt, ein richtig gutes Foto zu machen. Sag mal bitte 3 Dinge hier an dieser Stelle. Was macht man mit Fotografenbildern nicht? Oder was ärgert dich als Fotograf am meisten? Das Erste, was mir einfällt, ist, die Bilder zu bearbeiten. Ja. Weil ich denke mir eine bestimmte Art und Weise, das ist ja so eine künstlerische Geschichte dahinter. Ja. Ich denke mir ja, warum ich in diese Richtung bearbeite. Warum ich glaube, dass die Art und Weise, wie dieses Bild entstanden ist, auf diese Art und Weise nach außen getragen werden darf. Das ist mal so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist,
Definitiv, ich bin jemand, ich möchte Anerkennung und ich mag es, gewertschätzt zu werden. Und dementsprechend, wenn es eine Vereinbarung gibt, zum Beispiel, hey, ich werde als Fotograf genannt. Und es war halt eben auch dann halt so ein dieses Geben-Thema, ne? Hier, ich gebe dir das Foto, bitte nenn mich doch einfach, das wäre schön, ja. Damit ich dann davon profitiere, indem es vielleicht einer sieht und sagt, hey, ich habe deinen Namen da gesehen und, ne? Ja. Ja, und das wird dann nicht gemacht. Das ist ja auch dann da Wertschätzung. Dritter Punkt mit dem Foto. Du, es sind ja zwei Punkte, die unglaublich wichtig sind, ne? Zu sagen. Foto und gerade deine Fotos habe ich von Anfang an auch immer als Kunstwerk angesehen. Ich pinsel ja über einen Picasso auch nicht drüber, weil mir die Farbe nicht gefällt. Ne? Also und das sollte man einfach einem Fotografen auch zugestehen, dass es dein Kunstwerk ist, was man erfreulicherweise haben darf. Und diese Nennung von Fotografen und nicht sagen, ah, ich bin die Schönste und ich bin die Tollste und ich bin auf Instagram, sondern zu sagen, hier hat mich jemand in so ein schönes Licht gestellt, ist einfach das Minimum, was man einem Künstler wie dir entgegenbringen sollte. Ja, ich glaube, es geht ja überall darum, den anderen groß zu machen. Ja, ja. So, und es ist ja, ich glaube, wenn ich jetzt jemanden fotografiere, dann mache ich ihn groß damit. Und wenn er es benutzt, dann macht der andere groß damit. Ja. Ne, wenn du eine Plattform kriegst, dann machst du jemand anderen groß damit. Und das ist so, da, ne, das ist dieser rote Faden aus dem Herzen. Ja, ja, schön. Patrick, ich könnte da natürlich aus meiner Perspektive meine ganz eigenen Meinungen und Perspektiven zur Verfügung stellen und Antworten en masse geben, aber das mache ich natürlich nicht, weil es dein Interview ist. Was macht dich zu einem besonders tollen Fotografen? Ja, du kannst positiv über dich selbst reden. Du darfst dich auch selbst reden, Patrick. Ich glaube, dass ich es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil daran ist, dass ich immer, und deswegen funktioniert es aus meiner Sicht, ich will den anderen Menschen mit diesem Bild groß machen. Okay. Dass das Feedback, was ich immer wieder bekomme, ist, dass ich die Momente erwische, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich selber geliebt fühlen, wo sie sich selbst wo sie sagen, wow, das ist ein Foto, da bin ich. Ja. Das ist für mich, wenn ich dieses Feedback höre, ist es mein größtes Geschenk. Mhm. Weil das ist nichts anderes als das, was ich mir auch selber für mich wünsche. So, und ich würde sagen, weil ich genau das für Menschen rausarbeiten kann und weil ich diese Feinfühligkeit aus ganz vielen Perspektiven sehe, dieses ich möchte ja auch weiter wachsen und ich liebe es, Menschen wachsen zu sehen. Ich liebe es, wenn du diese Plattform nutzt, um andere wieder zu erzählen, was möglich ist. Wenn du dieses ein Foto nutzt, um zu erzählen, was du mit dem, was du tust, weiterzuerzählen und damit noch mehr Leute in diese Plattform zu bringen. Ich liebe das einfach zu sehen und ich glaube, dass ich einfach dadurch, dass ich nichts anderes auch möchte, in dem Moment ein sehr guter Fotograf bin. Ja. Weil es geht nicht ums Bild. Es geht nicht darum, dass ich dich perfekt abgelichtet habe. Es geht nicht darum, dass ein Bild entsteht. Es geht darum, Größe für den anderen zu kreieren. Größe, aber vor allem die Liebe zu zeigen, die dahinter steckt. Ja, und auch, also nicht umsonst nennst du dich ja Momentesammler, ne? Und das ist ja ein derartig passender Name für deine Bilder, weil ich weiß gar nicht, ob du es machst, das magst du vielleicht auch nochmal erzählen, aber ich habe von dir noch nie ein Studiofoto gesehen, sondern immer nur Fotos, die in krassen Situationen gemacht sind, Keynote Speaker, krasse Veranstaltungen, Seminare, wo du den perfekten Moment abpasst. Ja. Also so diesen Moment, wo ich gucke mir heute noch die Bilder, die du damals gemacht hast, von mir an und denke mir, Alter, das war einer der intensivsten Momente meines Lebens und ich habe dieses Foto geschenkt bekommen, was ich vielleicht gar nicht unbedingt veröffentlichen würde, aber wie du schon sagst, dass ich mir angucke und sage, Anne, vergiss diesen Moment niemals, weil das ist ein Moment, der dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist.
Und wie machst du das? Wie schaffst du das? Ich bin ein ziemlich guter Beobachter geworden. Okay. Ich bin auf der einen Seite ein ziemlich guter Beobachter geworden. Ich fotografiere seitdem ich, glaube, ich würde jetzt mal sagen, mit der Digitalkamera hinzugerechnet, seitdem ich 16 bin. Also 14 Jahre. Ja. Und ich habe angefangen zu fotografieren und das habe ich so tatsächlich so Ende letzten Jahres für mich so erst verstanden, weil ich verstehen wollte, wie ich mich mit anderen verbinden kann. Mhm. Und für mich ist es die Fotografie ein Tool, um mich mit anderen zu verbinden. Okay. Und ich habe mit der Fotografie gelernt, wie ich auf Menschen zugehen kann. Weil ich habe dann ein Werkzeug gehabt, die sagten, hey, darf ich dich fotografieren? Ja. Und dann bin ich aber ganz früher, also ich bin so ganz schüchtern und introvertiert und so diese Kombination ist ja für jemanden wie mich damals, also katastrophal gewesen, mhm. In dem Moment, weil ich halt nicht wusste, wie kann ich zu Menschen, aber ich bin halt gern bei Menschen, trotzdem irgendwo. Naja. Und dann habe ich dieses Tool dazu für mich entdeckt und habe gemerkt, dass ich durch die Linse mich halt überall, ich sage jetzt mal, einschleichen kann und bin deswegen der perfekte Schatten geworden für jedermann. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist ja auch das, was ich dann auch immer wieder gehört habe. Man sieht dich nicht, du bist da, aber du bist doch nicht da. Ja. Und wenn ich auf der Bühne bin, ich habe meine Speech gemacht, aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass du da oben warst. Aber ich habe ein Foto von hinter mir. Wann hast du das denn gemacht? Und so habe ich halt damals in den Clubs Fotos gemacht. Bin halt auf die Menschen zugegangen und habe das dann halt für mich so ein bisschen gelernt, aber dann immer mehr gemerkt, dass ich auf diesen Veranstaltungen durch die Kamera beobachten kann, was andere lernen, wie sie reagieren, was passiert, wenn, was, wie, so sehr, sehr ähnlich, was du ja auch tust. Du lernst ja auch damit, indem du jetzt das hier aufgenommen hast und jetzt mir zusiehst und gleichzeitig schenkst du anderen dein Wissen weiter. Und ich konnte dadurch, durch die Fotos, halt eben dieses Beobachten lernen und habe dann gelernt, wie Menschen sich untereinander verhalten oder was passiert und was ich für mich adaptieren kann. Und das ist der Schlüssel auch für meiner Meinung nach für meinen Erfolg, weil wenn ich etwas lernen will, dann nutze ich halt meine Kamera und gehe halt irgendwo hin, wo andere es lernen. Wenn du auf ein Seminar gehst für Führung, gehe ich einfach als Fotograf und zum Seminar, muss nichts dafür zahlen und kriege vielleicht sogar noch gutes Geld dafür, aber kann jede Menge mitnehmen. Natürlich gibt es einen Unterschied, weil ich mache dann Übungen meistens nicht mit. Das ist natürlich das Intensivere daran auch. Ja. Aber auch gleichzeitig habe ich ja auch viele Seminare gemacht. Mhm. Und jetzt gerade in der Speaker-Szene, weil ich ja Keynote-Fotograf bin, gerade in der Speaker-Szene habe ich ja auch bin ich ja selber auf der Bühne und ich habe selber die Seminare gemacht und dadurch kenne ich ja alles in- und auswendig. Und das ist so dieser ganze Kreis, der sich dann zusammenschließt und der dir dieses krasse Gefühl gibt für den Menschen und für den perfekten Moment. Genau. Ja, ja. Du hast gerade von Erfolgen gesprochen. Jetzt bist du ja 30, das ist ja jetzt noch nicht das Ende der Welt, möchte ich sagen. Ja, hoffen wir mal nicht. Was ist denn dein, wir merken ja, dass es dir sehr schwerfällt, über deine eigene Genialität und über deine eigene Größe zu sprechen. Was ist denn dein größter Erfolg bisher? Wo bist du richtig stolz drauf? Definitiv der Moment, als wir bei Speechless zu dritt hinter der Bühne waren und die Tore, also das Intro begann. Also ich darf kurz ausholen, was es da jetzt ging, ja, die Geschichte. Ich versuche es sehr knapp zu halten, weil dazu könnte ich wahrscheinlich 2 Stunden erzählen, weil es ist für mich einer von sehr, sehr, natürlich von vielen, aber einer meiner emotionalsten Momente, was zu meiner Größe stehen auch bedeutet. Mhm. Wir haben für Speechless, du kannst dir vorstellen, das ist ein Art Multi-Speaking-Event, dass erstmal ganz viele Redner dabei sind. Das ist jetzt mal so vom Fundament, was jeder versteht und kennt. Mhm. Aber ich hatte mir die Aufgabe, damals die Idee kam dann von mir und wir haben dann zusammen zu dritt, der André Martinez und der Johannes Emmerich, haben uns zu dritt entschieden, wir wollen dieses Projekt gemeinsam rocken und möchten aber ein Erlebnis daraus schaffen. Okay. Und wir möchten nicht nur einen Redner auf die Bühne stellen und du bekommst als Gast was mit, sondern wir wollen
Erlebnis kreieren, sodass du mit einem Gefühl rausgehst. Und dann haben wir halt nicht nur Profi-Speaker auf der Bühne gehabt, wie so ein Tobi oder ein Daniel Aminati, sondern haben halt auch Newcomer auf die Bühne geholt, die eine geile Message haben, aber noch nicht wussten, wie sie Marketing machen, um auf so eine große Bühne zu kommen. Okay. So, dann haben wir einen Workshop kreiert und das kam dann alles zusammen an dem Tag. Dann waren Showtänze da aus dem Karneval. Ich habe 12 Jahre lang Karneval fotografiert. Okay. War auch ganz, ganz früher mal selber im Karneval aktiv, aber nicht sehr intensiv. Und dann gab es eine Karnevals, so eine Showtanzgruppe, die hat The Greatest Showman vertanzt. The Greatest Showman, du kennst den Film? Ja, eindeutig. So, und das ist eine klare Empfehlung für jeden. Guck diesen Film, gibt es gerade auf Netflix, glaube ich. Werbung wegen Produktplatzierung. Nein, Spaß beiseite. Also wirklich genialer Film. Und diese Showtanzgruppe hat Teile davon vertanzt. Okay, so, ja, geil. So, Gänsehaut pur. Mega. Dann war noch ein zweiter dabei, und dann gehe ich zu der Situation, zu der eigentlichen. Die hat die Weltmeerverschmutzung vertanzt. Kinder zwischen 14 und 23 Jahren. 30 Kinder auf der Bühne. Dieses Video musst du dir angucken. Was? Und du hast einfach gemerkt, die machen das, weil die so unfassbar dahinter stehen. Und das war denen ihre eigene Idee, das war die Idee von den Kindern selber, dass sie das vertanzen wollen. Und so kam alles Liebe aus diesen ganzen Lebenspuzzeln von uns dreien zusammen. Von mir persönlich jetzt mal gesprochen, weil es ja auch deine Frage war, alles rund um Thema Verbindung, wie die Verbindung schaffen, eine Plattform schaffen für Verbindung. Das, was vorher in der Fotografie irgendwie war, dass ich Verbindung durch Bilder schaffe, habe ich jetzt in einer Plattform geschaffen, in einer Art von einem Event. Und dann kam die Genialität von einem Angel, von einem Spanier, der so eine Leidenschaft reinbringt, Menschen auch zu verbinden in einer Art und Weise von Verkauf, in einer Art und Weise von einfach, wie er kommuniziert mit Menschen, in einer so noch krasseren, wertschätzenden Art wie sonst jemand. Also ich kenne niemanden, der so wertschätzend und jemanden in Verbindung sieht. Und ja. Johannes, der weiß, wie wertschätzend man über Technik, Licht und Ton und eine Atmosphäre Menschen auch wieder verbindet und dadurch durch dieses Karussell Emotionen zum Entstehen bringt. Und dann standen wir an diesem Tag in diesem Musical-Theater samt rote Stühle, 2 Emporen, kommen die Leute rein. Du hast, als die Leute reinkamen, so ein leichter Nebel. Da gibt es auch so ein Behind-the-Scenes-Video, das muss man sich auch angucken, wenn man das erleben will. Weil da siehst du genau, du siehst... Rein. Bitte? Wir bringen das in die Shownotes rein, die Verlinkungen zu den Videos. Ja, weil dann hast du jetzt diese Geschichte und du siehst es dann, was bei uns passiert ist. Du stellst dir so vor, bei diesem Video, da geht ein Kameramann, rennt dem Angel die ganze Zeit hinterher, ab dem Punkt, ich glaube, ab 2 Minuten, bevor es losgeht. So, also Musical-Theater, rote Samtstühle, wir haben dann ein bisschen Nebel, ein bisschen so Blau-Rotlicht in dem Saal, der Saal füllt sich immer mehr, es ist ein Countdown an der Leinwand, der zieht dann runter. Und dann geht es so runter und von Sekunde zu Sekunde und André läuft kurz vor knapp, bevor es losgeht, ins Theater rein, vorne vor der Bühne, dann am Seiteneingang auf die Bühne, Backstage. Du siehst, wie André zu mir kommt, wir uns in den Arm nehmen und dann ein Stück an die Seite der Bühne gehen, sehen, wie der Countdown runterzählt, die letzten Sekunden, wie die Leute da unten sitzen und wir uns gedacht haben, fuck, das sind ja wirklich Leute und die sind wirklich gekommen. Wie haben wir das denn geschafft, verdammt nochmal? Atmen. Und dann stehen wir da zu dritt und denken uns nur, wie krass stolz können wir sein, diese Menschen verbunden zu haben, in einer Art und Weise, die wir uns niemals hätten vorstellen können und was uns auch keiner, oder die, sag mal nicht keiner, die wenigsten auf Anhieb geglaubt haben, dass wir das hinkriegen. Das ist der Moment. Schaut mal, wie viel Pionier sein, wie viel Schöpferkraft und wie viel fucking Mut dazu, was aufzustellen und da dann eben diesen Moment auch feiern zu können. Und ich glaube, jeder hat gerade deine Emotionen gesehen und gespürt und mit dir mitgelebt. Und ich glaube, wer halt starke Emotionen leben muss, muss halt manchmal auch den Mut dazu aufbringen, diese Emotionen leben zu können. Ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Total schön, Patrick. Du arbeitest als Fotograf und man kann dich buchen, aber nicht als kleine Lieschen Lotte Müller, sondern man sollte schon auf den Bühnen dieser Welt stehen, oder?
da gibt's, also es gibt keine Grenze. Da gibt's also. Okay. Nein, es darf nur, Moment, nur Tony Robbins darf mich buchen. So. Ach so. Warte mal, ich hole mal meine Privatnummer von Tony Robbins raus und sage ihm Bescheid. Ah, perfekt. Ja, dann hat sich der Podcast ja gelohnt. Nein. Alter, jetzt weiß ich auch, warum ich in dem Podcast sitze. Ja. Nein, es ist jeder herzlich willkommen erstmal bei mir. Ja, es geht ja darum zu schauen, egal wo du stehst, was kann ich für dich in dem Moment rausholen? Und das mache ich super gerne. Und das kann in allen Richtungen sein. Es kann sein, dass du auf einer Bühne stehst. Es kann sein, dass ich dich einfach einen halben Tag oder einen Tag mal begleite mit dem, was du tust. Machst du in deinem Training. So, ne? Also wenn du jetzt Trainer bist oder Coach bist, wenn du jemanden coachst. Ja, wenn wir jetzt, oder wir haben auch über das Face-Reading gesprochen, wenn wir das zusammen machen würden. Ne? Spoilerst! Also wenn es darum geht, ne, ich halt, wo ich was begleiten kann, einfach sehe und festhalten kann, was bei einem Menschen entsteht, den ich fotografiere. Und das kannst du auf der Bühne sein, bei dir entsteht die Emotion, die Begeisterung und dieses Zielgerichtete. Oder es kann sein, dass du halt Teilnehmer bist und du bist einfach fasziniert, begeistert, bist in Liebe und bist sonst woanders in deinem Erlebnis. Oder du bist halt auch mal in Wut, in Trauer und du kannst nicht mehr. Und darauf habe ich Bock. Und da ist jeder herzlich willkommen, zu mir zu kommen und wir quatschen, wie wir da hinkommen können zusammen. Also jeder, der Emotionen in sich hat, sprich jeder, und dazu steht und sie auch wirklich intensiv leben möchte und Momente in seinem Leben sammeln will, wäre es bei dir richtig. Jawohl. Sehr schön. Ja. Sehr schön, Patrick. Bevor wir jetzt nochmal spoilern und unsere Idee, ich habe hier immer in Podcasts oder in der Aufnahme dieses Buch liegen. Das ist von Rolf Dobelli. Wer bin ich? Es sind 777 indiskrete Fragen. Und mal kurz bevor ich mich dann mit meinem Interviewgast treffe, mache ich das auf und gucke mal, welche Frage mir ins Auge springt. Und bei dir hat das natürlich was mit Mut zu tun gehabt. Und deswegen frage ich dich an dieser Stelle, bewies die Natur Mut, indem sie den Menschen hat entstehen lassen? Nochmal die Frage. Wie ist die Natur? Das sind merkwürdige Fragen manchmal. Bewies die Natur Mut, indem sie den Menschen hat entstehen lassen? Ach, bewies. Ja, hat die Natur Mut bewiesen, als sie den Mensch entstehen lassen hat? Könnte man so behaupten, ja. Das ist echt eine geile Frage, ja. Sehr gut. Ich glaube auch, die Natur beweist Mut mit jedem Einzelnen, was sie uns hier zur Verfügung stellt. Das ist ja nicht nur der Mensch. Deswegen würde ich sagen, ja, jeder Schritt ist ja mutig. Auch wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich jetzt mal dafür, bewusst einen ganzen Tag im Bett zu liegen, dann ist das auch mutig, weil da könnte ja sonst was passieren. Aber einfach einen Schritt weiter zu gehen, ist doch immer mutig. Also ja, ich würde sagen, das war mutig von der Natur. Also Mut heißt immer einen Schritt weitergehen in deiner Definition? Also das auf jeden Fall. Das war es für mich ganz am Anfang immer sehr, sehr stark. Jetzt würde ich auf jeden Fall ergänzen, auch mal innezuhalten und zu atmen, weil das ist auch meine Aufgabe zu lernen. Nicht nur mutig zu sein, sondern auch einfach die Geduld aufzubringen, zu atmen und zu sagen, jetzt darf es auch mal so sein, wie es gerade ist. Ja. Weil sonst, und das passiert mir auch dann oft dadurch, dass ich mich ständig überhole oder überholen will, aber gar nicht für mich ankommen kann bei dem, wo ich bin. Also gerade am Anfang, als ich sehr bekannt und sehr von der Reichweite, also viele Menschen mich angefangen haben kennenzulernen, ich konnte damit nichts anfangen. Ich kann jetzt, wo ich jetzt aufgrund der Situation gar nicht fotografieren kann, lerne ich das annehmen zu können, weil ich jetzt erstmal verstehe, was passiert oder was ist passiert. Und das ist, deswegen würde ich sagen, nicht nur den Schritt zu gehen, aber den Schritt zu gehen und gleichzeitig auch mal diesen Schritt anzugucken, innezuhalten, zu atmen und sagen, okay, wow, stolz sein dürfen. Ja. Und auch sagen können, okay, das ist doch genial, was da passiert ist und ich darf auch darauf stolz sein, darf kurz atmen und ich darf das auch so kurz festhalten, aber auch dann wieder loslassen. Sehr schön, ja. Ja, und das ist Mut.
Festhalten und loslassen zu den richtigen Zeitpunkten. Und vielleicht auch manchmal genau zu den Zeitpunkten, wo sich das Gegenteil besser anfühlen würde. Ne? Ja. Ja, sehr gut, ja. Das stimmt. Ja, sehr schön. Patrick, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen und vielleicht ist es wirklich unser gemeinsames Projekt 2021. Ich finde das total schön, weil du Momente einfängst und ich mit tiefen Readings Menschen in die Seele schaue und ihnen die Wahrheit ihres Lebens vorführe und voller Liebe und voller Wertschätzung und mit immer bestärkenden Anteilen den Menschen etwas über sich selbst erzähle. Und das sind oft magische Momente und vielleicht wirst du derjenige sein, der diese magischen Momente für immer festhalten wird. Wir werden sehen, genau, ja. Mega. Ja, wir schauen mal und ich sage jetzt an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für all diese Momente, die du immer wieder sammelst und viel Spaß beim Führen, beim Erschaffen, beim Pioniersein und beim Visionen in die Welt reinbringen. Mega schön, dass es dich gibt und danke, dass du hier warst. Tausend Dank von all meinem Herzen zurück, dass du das hier machst und diese Plattform kreierst. Und wenn ich was gelernt habe, dann ist es, Plattform zu kreieren, ist das, ist für mich die Königsdisziplin, um andere Menschen mit auf die Reise mitzunehmen. Deswegen danke, dass du mich hier auch mitnimmst. So gerne, es war mir eine Ehre. Patrick, ich danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.